Hi, es gibt so, so viele Tags, die irgendjemand mal auf BookTube gemacht hat. Also Tags, die irgendetwas mit Büchern zu tun haben. Und viele Tags sind auch wirklich schon sehr alt und sind mittlerweile überhaupt nicht mehr auf YouTube vertreten. Beziehungsweise die Videos sind natürlich da, aber es kommen keine neuen mehr zu diesem Tag. Und das finde ich ein bisschen schade. Und ich habe bei einigen BookTube-Kollegen von mir geschaut, habe vor allen Dingen alte Videos durchgesucht und Tags gesucht, die ich noch nicht kenne, die ich noch nicht gemacht habe. Und die ich auch schon länger nicht mehr gesehen habe. Und ich habe bei Phil von Philosophie einen Tag gefunden. Und das ist der Herrscher der Bücher-Tag, den ich wirklich ziemlich cool finde. Und ich glaube, er hat den vor knapp 3 Jahren gemacht. Also der ist schon wirklich alt. Aber das heißt ja nicht, dass man diesen Tag nicht machen kann. Und vor allen Dingen kann man diesen Tag ja dadurch, dass man ihn dann macht, einfach auch wieder ein bisschen in die Community reinbringen. Es können noch mehr Leute diesen Tag machen. Und ich finde das ziemlich cool. Und deswegen seht ihr jetzt von mir den Herrscher der Bücher-Tag. Insgesamt hat dieser Tag 7 Fragen und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit Frage Nummer 1. Welches Buch würdest du jeden zwingen zu lesen? Und das ist ganz klassisch, ganz Mainstream, Harry Potter. Ich bin der Meinung, Harry Potter gehört zur Allgemeinbildung dazu. Harry Potter ist einfach ein Buch, das sollte man gelesen haben. Man kann auch die Filme dazu gucken. Eigentlich sollte man das Buch lesen und die Filme gucken. Harry Potter ist einfach ein Universum, was jeder kennen sollte und ja, also wenn ich Herrscher über irgendein Land wäre, würde ich dieses Buch als Pflicht-Schullektüre einführen. Ja, egal ob auf Deutsch oder auf Englisch, ich finde generell sollte dieses Buch in der Schule gelesen werden. Ich glaube, dass es auch für den Englischunterricht wirklich ein cooles Buch wäre, wo auch jeder auch Lust hätte, dieses Buch zu lesen oder zumindest mehr Lust hätte, das Buch zu lesen. Und ja, das würde ich auf jeden Fall die Leute zwingen zu lesen, weil es ist einfach Harry Potter. Ich glaube, viel mehr muss ich darüber nicht sagen. Wir haben neulich beim Büchertreffen in Köln darüber diskutiert, kann man Harry Potter eigentlich spoilern? Weil gefühlt hat es ja jeder gelesen, aber es gibt tatsächlich Leute, die haben es nicht gelesen. Aber dann sind sie irgendwo auch selber schuld, dass sie es nicht gelesen haben und dass sie keine Ahnung haben, was es geht, beziehungsweise was passiert. Es ist ein Buch, was einfach jeder gelesen haben sollte, damit jeder darüber sprechen kann, ohne Angst zu haben, jemanden zu spoilern, weil es ist einfach Harry Potter. Ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht sagen. Frage Nummer 2 ist, was würdest du bei der Herstellung von Büchern abschaffen? Einiges. Zum einen würde ich Buchrücken abschaffen, die man brechen kann, also Buchrücken, wo man Leserillen reinmachen kann, würde ich abschaffen. Was aber viel wichtiger ist, ich würde abschaffen, dass es unterschiedliche Größen von Büchern gibt. Also meiner Meinung nach sollen Hardcover eine Größe haben, Taschenbücher eine Größe haben, Broschüre eine Größe haben. Wobei ich der Meinung bin, es reicht auch einfach ein Format, weil dann kann es nicht passieren, dass innerhalb einer Reihe sich dieses Format ändert. Das ist nämlich eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Und das würde ich auf jeden Fall abschaffen. Also wenn man eine Reihe druckt, dann bitte genau gleich von der Größe her, vom Druck her. Also es darf sich innerhalb einer Reihe nichts unterscheiden. Das würde ich definitiv abschaffen. Und was ich auch noch abschaffen würde, ist kleine Schrift. Also wenn man da, ich meine, es muss jetzt nicht diese Riesenschrift und auch nicht dieser Riesenzeilenabstand, den ja Jugendbücher oft haben, sein. Aber wenn ich da Bücher habe, die so eine Mikroschrift haben, dass ich fast eine Lupe brauche, dann habe ich überhaupt keinen Bock, dieses Buch zu lesen, weil das stört mich einfach in meinem Lesefluss, wenn das so eine Mikroschrift ist. Also ich finde, man sollte mindestens Schriftgröße 12 einführen. Ja, also alles unter 12, also sagen wir mal so 11 ist okay, aber ja, also eigentlich alles unter Schriftgröße 12 sollte verboten werden. Frage Nummer 3. Welchen Autor würdest du zwingen, jedes Buch für dich zu schreiben? Das ist eine recht gute Frage. Ich habe überlegt, ob ich Chris Carter sage, weil das ja mein Lieblingsautor ist. Aber ich habe mich jetzt entschieden für Wolf Dorn. Und der hat ja geschrieben Kalte Stille zum Beispiel. Ich habe jetzt dieses Jahr 3 Bücher von Wolf Dorn gelesen. Und er hat mich sprachlich wirklich begeistert, weil er sehr sachlich und logisch an Probleme rangeht. Also in seinen Büchern geht es ja um psychologische Krankheiten und, psychologisch? Psychische Krankheiten.
Auf jeden Fall, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und wie er diese Krankheiten erklärt und das dem Leser so klar macht, dass der Leser das versteht, auch wenn er überhaupt keine Ahnung davon hat. Also ich kenne mich damit überhaupt nicht aus, aber er erzählt das so logisch und so interessant, dass man wirklich total drin ist einfach und man das wirklich nachvollziehen kann, was da mit Leuten passiert. Und er geht meiner Meinung nach da super gut an diese Probleme ran und er erklärt es halt so, dass es jeder verstehen kann. Und gerade bei so psychischen Krankheiten ist es ja so, dass viele Leute denken, die Leute, die halt so eine Krankheit haben, sind einfach nur bekloppt und sind verrückt. Aber es gibt halt wirklich einen logischen Grund. Und Wolf Dorn erklärt das wirklich sehr logisch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass er auch andere Probleme, die es eben im Leben gibt, wirklich sehr logisch erklären kann. Deswegen würde ich, glaube ich, aktuell zumindest ihn dazu zwingen, ja, Bücher zu schreiben. Und wie war die Frage, jedes Buch für dich zu schreiben? Wobei das auch wieder so ist, jedes Buch, will man wirklich jedes Buch von einem Autor lesen? Aber sprachlich wäre das auf jeden Fall Wolf Dorn aktuell. Frage Nummer 4. Welches Buch würdest du in den Büchereikeller verbannen, um Platz für neue Bücher zu schaffen? Viele. Es ist schwierig, da jetzt ein genaues Buch zu nennen, weil es gibt so viele Bücher, die ich schlecht fand und die ich auch direkt aussortiert habe. Ich habe mir jetzt zum einen ausgesucht, weil ich euch nicht immer dasselbe sagen wollte, wäre Obsession von Simon Beckett. Ja, dieses Buch gehört ja nicht zur David Hunter-Reihe und ich fand es wirklich schlecht. Ich habe keine Ahnung, um was es geht, weil das schon echt lange her ist. Ich habe es 2016 gelesen. Aber ich fand es wirklich schlecht. Also ich weiß, dass ich das schlecht fand. Und vor allen Dingen weiß ich, dass es sprachlich und einfach von der ganzen Story her überhaupt nicht an die Bücher von Simon Beckett, die eben um David Hunter sich drehen, reinpasst. Also es geht einfach gar nicht. Und deswegen würde ich dieses Buch und wahrscheinlich alle anderen Bücher, die in diesem Style, also Tiere gibt es da noch und Flammenbrut oder so, die interessieren mich halt gar nicht. Die würde ich einfach alle in den Keller verbannen, damit Platz ist, um noch mehr David Hunter Bücher zu bekommen von Simon Beckett, dass die da eben hinkommen, weil die einfach wesentlich besser sind als ja, Obsession. Also Obsession fand ich wirklich schlecht. Das ist das Einzige, was ich von diesem Buch noch weiß, dass es schlecht war. Ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich habe keine Ahnung, was wirklich passiert ist. Es war einfach nur schlecht. Ja, und das war es eigentlich auch schon, was ich dazu sagen wollte. Frage Nummer 5. Welchen Cover-Designer würdest du zwingen, dir ein Wandbild zu malen? Und das wäre ganz klar der Cover-Designer von dem Buch Fire and Frost, beziehungsweise den Büchern. Das zweite ist ja auch mega geil. Also ich glaube, dazu muss man auch nicht viel mehr sagen, als die Cover sprechen für sich. Das ist einfach so ein geiles Cover. Also ich glaube, ich habe selten so ein schönes Cover gesehen. Natürlich gibt es extrem viele schöne Cover, so ist das ja nicht. Aber wenn ich mich für einen Cover-Designer entscheiden müsste, wäre es dieser. Und ich glaube, dass allein dieses Cover als riesiges Poster richtig geil aussieht. Man das so in den Flur hängt, an so eine weiße Wand. Also ich kann mir das richtig, richtig gut vorstellen. Und ja, davon hätte ich tatsächlich gern ein Wandbild. Frage Nummer 6. Das Gesicht welches Charakters würdest du auf eine Münze einprägen lassen? Das ist ja immer ein bisschen schwierig, weil Gesichter werden ja nur mit Wörtern beschrieben und man muss das ja, ja sich vorstellen. Welchen Charakter ich mir jetzt ausgesucht habe, ist Smokey Barrett aus ja, der Smokey Barrett-Reihe von Cody McFadden. Ich habe heute irgendwie Wortfindungsstörung. Und zwar, Smokey Barrett ist ja etwas entstellt. Also sie hat ja eine recht grausame Vergangenheit. Ich glaube, das ist kein Spoiler, wenn ich das sage, weil das passiert sogar vor dem ersten Buch. Es ist so, dass ein Serienmörder ihre Familie überfallen hat. Er hat ihre Tochter und ihren Mann getötet. Er hat Smokey selber vergewaltigt und hat sie vor allen Dingen gekennzeichnet. Und sie hat eine sehr, sehr große Narbe. So wie sie beschrieben wird, geht die, glaube ich, in der Mitte der Stirn runter, dann so über eine Augenbraue und dann wieder so Richtung Nase. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber so wird es, glaube ich, beschrieben. Und sie ist damit zwar entstellt, aber ich würde das trotzdem auf eine Münze prägen, weil man damit zeigen kann, nur weil man entstellt ist, ist man nicht hässlich. Und man ist trotzdem eine Person. Und gerade Smokey Barrett ist eine extrem starke Person, obwohl sie eben das erlebt hat, was sie erlebt hat, ist sie eine
unheimlich starke Person und es ist ein sehr, sehr toller Charakter in diesem Buch oder in dieser Reihe. Und deswegen wäre das, glaube ich, ein Gesicht, was ich gern auf eine Münze prägen würde, um einfach den Leuten zu zeigen, egal wie er aussieht, wir sind trotzdem irgendwie alle gleich, wir sind trotzdem Menschen und ja, ich glaube, sie wäre da wirklich ein gutes Beispiel für. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Frage, bei Frage Nummer 7. Welches Buch würde den Herrscher der Bücher 2019 erhalten? Also den Titel Herrscher der Bücher. Und auch da habe ich mir einfach überlegt, es würde, oder ich nehme mein bisheriges Jahreshighlight in 2019. Und das ist, also es sind mehr oder weniger zwei. Es ist einmal Kalte Stille von Wolf Dorn und der zweite Teil Dunkler Wahn von Wolf Dorn. Wobei mir Dunkler Wahn noch ein kleines bisschen besser gefallen hat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, was er da einfach erklärt mit diesen psychologischen Krankheiten, ist so gut. Und diese Bücher sind so, so spannend. Also das ist einfach nur genial. Und in Dunkler Wahn, war das Dunkler Wahn oder? Ja, in Dunkler Wahn kam wirklich kurz vor Ende eine Szene. Also ich habe mir die Augen zugehalten, weil ich mir dachte so, nein, du willst es nicht lesen. Weil die war so krass. Also ich bin wirklich ja ein Thriller-Leser seit sehr, sehr vielen Jahren. Und ich habe schon wirklich viel gelesen. Aber was da passiert ist, das war so ein Moment, also wäre das im Film gewesen, ich hätte mir definitiv die Augen zugehalten und hätte gesagt, ja, sag mir Bescheid, wenn es vorbei ist. Im Buch ist es natürlich schwierig, weil man kann es ja nicht einfach überspringen. Aber ich war wirklich so kurz, okay, lest du es jetzt wirklich oder nicht? Weil das war einfach so eine krasse Szene, aber das fand ich so gut geschrieben und das hat so perfekt da reingepasst. Also das war für mich einfach phänomenal und das war einfach was anderes. Also ich habe das vorher noch nie gelesen, beziehungsweise noch nie so in dieser Form gelesen, dass ich wirklich Angst hatte, das zu lesen und das, diese Worte zu lesen und mir das vorzustellen. Und ich kann über dieses Buch so, so schwärmen. Es ist so geil. Also es ist wirklich ein absolutes Jahreshighlight bisher. Und ja, also ich glaube nicht, dass da noch etwas Besseres kommt, weil das ist so geil, dieses Buch. Das ist tatsächlich ein Buch, wo ich überlege, ob ich es mir zulegen sollte, weil ich das Buch eigentlich als E-Book gelesen habe. Und wenn ich ein Buch schon gelesen habe, dann kaufe ich es mir nicht. Aber Dunkler Wahn ist einfach so, so, so gut. Ihr müsst dieses Buch lesen. Aber am besten vorher Kalte Stille lesen, weil Kalte Stille ist Teil 1. Und im Dunkler Wahn wird am Anfang in so ein paar Sätzen erklärt, was in dem Buch passiert ist. Also ich glaube nicht, dass die Auflösung erklärt wird, aber es wäre halt trotzdem schön, das zu lesen, weil man hier eben den Charakter Jan Forster schon kennenlernt und der dann eben in Teil 2 noch vorkommt. Aber also es waren für mich beides Highlights, es waren für mich beides 5-Sterne-Bücher. Aber Dunkler Wahn war noch besser. Also so ein kleines bisschen besser. Würde ich jetzt halbe Sterne vergeben, wäre das wahrscheinlich bei 4,5 und das und Dunkler Wahn bei 5. Aber weil ich das nicht mache, haben beide 5 bekommen. Wobei ich Dunkler Wahn gern noch mehr Sterne vergeben hätte. Es ist so ein gutes Buch. Und ich habe da schon mal in meinem Lesemonat im März, glaube ich, so über dieses Buch geschwärmt und ich kann es euch nur so ans Herz legen. Ich weiß nicht, ob das jetzt Werbung ist, wenn ich das Buch so krass euch empfehle, aber lest dieses Buch und dieses Buch würde definitiv für mich den Herrscher der Büchertitel 2019 bekommen und ich bin gespannt, ob noch ein anderes Buch daran halten kann, aber ich glaube es nicht. Also ja, ich höre jetzt auf zu schwärmen und damit sind wir auch am Ende von diesem Tag. Ich möchte keinen explizit taggen, ich mag das irgendwie gar nicht, mir da jetzt welche rauszusuchen. Ich tagge einfach jeden, der Bock hat, dieses Video zu machen. Ob das auf YouTube ist, ob das in den Kommentaren ist, ob das auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr unterwegs seid, auf eurem Blog ist. Macht diesen Tag einfach, falls ihr Lust darauf habt. Ich zwinge keinen dazu, ich möchte keinen taggen. Ich lade euch einfach ein, diesen Tag zu machen. Ich fand den einfach nur cool, ich hatte da Bock drauf, deswegen habe ich es gemacht. Und falls euch das auch so geht, dann macht es einfach. Generell schreibt mir gern alles, was euch zu diesem Tag oder zu mir, zu den Büchern einfällt, unten in die Kommentare. Ich freue mich immer riesig, wenn ich Kommentare bekomme, wenn ich mich mit euch austauschen kann. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt viel und schnell geredet. Und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!